Hallo, liebe Community. Ganz offensichtlich bin ich allein heute im Q&A über Johannes und meinen Film über Jakob Blasel. Johannes ist gerade nicht in Berlin, daher übernehme ich das jetzt mal allein. Und bevor ich aber auf eure Kommentare eingehe, wäre mir noch eine Sache wichtig zu sagen. Und zwar, für alle Menschen, die sich gefragt haben, warum der Film erst jetzt rauskommt, weil er ja auch von der Bundestagswahl handelt, die im September war, der Film oder beziehungsweise Jakob Blase war ein Langzeitprojekt. Wir wollten ihn eigentlich ganz gerne, wenn er es geschafft hätte, in den Bundestag zu kommen, darüber hinaus begleiten, um zu gucken, wie macht sich einfach ein Anfang 20-Jähriger dort im Bundestag, wo alle sehr viel älter sind, wo viele auch schon einfach sehr lange in diesem Job sind. Und ja, er hat es jetzt nicht geschafft. Uns war es aber wichtig, dass der Film nicht einfach so abrupt endet, und wir wollten ihn einfach ganz gerne nochmal eine längere Zeit später treffen und fragen, wie es ihm geht. Und die Fridays for Future Demo im Oktober war einfach ein passender Aufhänger und Zeitpunkt und beschreibt ja auch so ein bisschen, wo er politisch auch herkommt. Jetzt eure Kommentare. Mobo schreibt, ein grünen Politiker, der zuvor mit der Journalistin bei einem Funkformat während seiner Zeit als Aktivist zusammengearbeitet hat, die ersten Minuten geschaut und man weiß schon, dass ein Film ohne jede journalistische Distanz gegenüber der Partei kommt. Dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, das haben Johannes und ich aus Transparenzgründen angegeben, das war uns wichtig. Wir haben auch damit gerechnet, dass es Menschen kritisieren werden, aber dass ich mit Jakob zusammengearbeitet habe, heißt erstmal nicht mehr, dass ich mit Jakob zusammengearbeitet habe, und wir haben ihn auch 2019, Johannes und ich, auch schon mal für den Fridays for Future Film getroffen. Also kennen wir ihn auch grundsätzlich schon länger. Ich finde auch nicht, dass man keine Filme über Menschen machen kann, über die man schon mal einen Film gemacht hat oder die man schon mal kennengelernt hat, wenn da einfach ja, trotzdem kritische Fragen und Reflexionen im Beitrag kommen. Und meiner Meinung nach habe ich das gemacht. Ich habe nicht alle Aussagen von ihm einfach hingenommen. Und gleichzeitig können wir auch sagen, dass wir ihn natürlich auch 2019 damals und auch als ich mit ihm für Funk zusammengearbeitet habe, natürlich auch noch mal in einem anderen Kontext kennengelernt habe, als jetzt als ja, Bundestagswahlkämpfer sozusagen. Das war ja einfach noch mal eine andere Person oder eine andere Facette, die wir von ihm kennengelernt haben. Splittermensch schreibt, ich verstehe den sich durchziehenden Faden nicht, dass es abwegig sei, PolitikerInnen zu kritisieren, aber selbst in die Politik zu wollen. Wie sollte sich das ändern, wenn man es selbst nicht tut? Natürlich ist es möglich. Ich würde mir das auch wünschen. Aber es ist nicht einfach und auch einfach sehr herausfordernd. Also in der Politik müssen Menschen Kompromisse eingehen, müssen nach ihrer Parteilinie oder Fraktion auch handeln. Und man muss auf die Probleme der Wählerinnen eingehen, und dann können auch manchmal Ideale, ist ein großes Wort, aber über Bord gehen oder Themen aus dem Fokus. Das sieht man meiner Meinung nach bei einigen, die schon länger in der Politik sind. Malte XYZ und Gnome schreiben, eure Journalisten kommen meiner Meinung nach nicht neutral rüber. Mir kommt es so vor, als würde die Redaktion nicht sehr unparteiisch an die Sache rangehen. Wir sind ein subjektives Format, zunächst erstmal das. Und in unsere Meinung sind auch Bestandteil des Videos, aber nicht unsere parteipolitische Meinung oder Ansicht. Und die wird meiner Meinung auch nach nicht klar. Also wir sagen nicht, was wir gewählt haben. Und am Ende ging es auch nicht darum, ob er jetzt ein Grünpolitiker ist oder von der FDP. Das wäre uns in dem Sinne total egal gewesen. Es ging uns darum, einen sehr, sehr jungen Menschen zu begleiten, der in die Politik möchte. Blublablub schreibt, das Gendern ist so unglaublich ablenkend. Warum glaubt ihr, dass eine sexualisierte Sprache irgendetwas besser macht? Ihr spaltet bloß die Gesellschaft und schadet Zuwanderern, Legasthenikern und allen anderen, die eh schon Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Ich finde nicht, dass gendergerechte Sprache spaltet oder schadet, sondern eher, dass sie nützt. Ich finde, dass wenn wir einfach männliche Formen verwenden, auch Bilder im Kopf aufgerufen werden, die mit männlich assoziiert sind. Und ich finde, Sprache und Gleichberechtigung hängen einfach stark zusammen. Und ich finde, nicht jeder muss gendern. Für mich persönlich ist das ein guter Weg. Ich mache das in meinem Privaten häufig auch immer mehr, aber nicht durchgehend. Aber gerade in meinem journalistischen Kontext, in meiner journalistischen Arbeit finde ich es wichtig. Und weil ich da einfach auch eine Sprache in dem Moment bin. Und wenn wir uns beispielsweise, weiß nicht, das Wort Held anschauen, dann kommen den meisten Menschen wahrscheinlich männliche Helden irgendwie in den Kopf und nicht die weiblichen Heldinnen. Und
warum nicht dagegen arbeiten? Also, wie gesagt, mir fällt es nicht schwer. Ich verstehe aber auch jeden, den es irgendwie nervt oder für den es irgendwie ungewohnt ist. Petit Piaf sagt, ich hätte es gut gefunden, wenn man am Ende noch erwähnt hätte, dass sich der Bundestag dieses Mal allgemein verjüngt hat. Danke für den Hinweis. Ich habe da auch ein paar Infos zusammengestellt. Und zwar betrug das Durchschnittsalter tatsächlich 2017 im Bundestag 49,4 Jahre. Und das im aktuellen Bundestag 47,3 Jahre. Und von den 735 Personen sind 50 jünger als 30 Jahre und 143 Abgeordnete zwischen 30 und 39. Schon eine Veränderung. Und die jüngste Abgeordnete ist übrigens 23, 2 Jahre älter als Jakob, der übrigens im Oktober 21 geworden ist, für alle, die sich jetzt nochmal über das Alter wundern. Und last but not least, es heißt natürlich Rendsburg. Sorry. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag noch und wir sehen und hören uns bald. Bye, bye.